Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu etwas brandneuem, nämlich heute testen wir Original vs. Fake. Ibro hat 10 Produkte herausgesucht, die wir heute auf Herzturnieren testen werden. Mit dabei ist Thorsten Walensky. Moinski! Hallöchen! Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr solche Episoden sehen möchtet. Wir beginnen direkt mit Produkt Nummer 1. Ich weiß selbst ehrlich gesagt gar nicht, was denn das ist, dieses hier. Da steht die 1 drauf, Leute. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Selina, die Nummer 1. Ne? Hoffentlich was Geiles. Kinderpingui. Oh, das ist ein bisschen beleuchtet. Und dann haben wir. Hä, das kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist, wie heißt das? Cool Snack. Cool Snackaroni. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hilfe. Alter, das schenkt mir einfach Ben. Vielen Dank. Nina, du sollst das testen. Das ist kein Geschenk. Also verpackungsmäßig. Soll ich alle jetzt testen? Alles klar. Ja, natürlich. Ja, die ganze Packung jetzt, da musst du auch testen. Ja, ich esse jetzt also 10 Kinder Pinguin oder was. Das ist aber mehr so Mehlschnitte, würde ich eher sagen. 30 Gramm. Nee, die hat aber eine harte Schicht, glaube ich. Okay, dann machen wir das Original erstmal. Aber wie das Original schmeckt, weiß ich. Das haue ich mir nämlich alle paar Wochen mal rein. So sieht das Original aus. Wie man es erwartet. Kommen wir zum Fake. Elina, was machst du eigentlich gerade? Kostest du auch? Ups, ich war schon beim Fake. Okay, Lina ist etwas übereifrig. Fake, okay, dann kommen wir zum Fake. Also nee, stimmt, das ist nicht wie Milchschnitte, das ist wie, das ist ein Fake, ja, das ist richtig. Okay, das ist so wirklich ein Full-Fake. Aber ich habe auf jeden Fall was entdeckt, Ben. Ja, es sieht von innen auch ein bisschen... Es ist anders. Es sieht von innen ein bisschen scuffed aus, bin ich ehrlich mit euch. Boah, ich habe einen Sieger. Fokussieren. Original, ja, in so einem Kinderpinguin brauche ich gar Original nicht erst Original ist da ganz klar besser. Ist gar. Aber wichtig, Jelina, wieso schreiben die da vegetarisch rein? Natürlich ist das vegetarisch. Soll da ein Schweinshaxe noch drin sein, oder wie? Kommen wir zu Produkt Nummer 2, Jelina. Die 2. So, was haben wir hier drin? Oh. Mars. Okay. Mars Schokoriegel, das Original. Und. Mr. Chalk. Das sieht übel. Was ist das denn? Ich kenne das alles gar nicht. Ich hatte nie einen Aldi in meiner Nähe. Schokokaramell. Ich fange mal mit dem Fake an. Okay, dann fange ich damit Schoko an. Schokokaramell von Mr. Schock. Normalerweise bin ich ja nicht so ein Mars-Fan. Mal gucken, ob der Fake mich überzeugen kann. Ja, sieht nicht genauso, ist breiter, aber flacher. Ja. So, ne? Okay, schmeckt Pretty komplett flat. Wie Mars. Komplett. Also, ich wollte dich nicht beeinflussen, sorry. Schmeckt ein bisschen ekliger. Schmeckt sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Schmeckt sehr gut. Nee. Kommen wir jetzt zum Original Mars, was wahrscheinlich dreimal so viel kostet. Ich denke, das wird genauso schmecken, ehrlich gesagt. Das hat schon sehr echt geschmeckt. Nee, nee, nee. Damit kannst du mich nicht nehmen. Ich würd Fake den Punkt geben. Wenn es gleich ist, gewinnt ja Fake, weil das kostet nur ein Drittel. Aber Mars finde ich auch nicht besser. Also, kann man denn Mars nicht mögen, Edina? Was? Ich mag Mars überhaupt nicht. Oh, was ist denn das? Ist das... Gott, ist das Ben & Jerry oder so? No. Ich habe das jetzt nicht so kühl gelagert. It's Pringles! Ah, okay. Ja, ich sehe. Wer soll denn das alles essen? Pringles Original? Da steht sogar original drauf. Funny Fact. Es ist auf jeden Fall weniger drin. Also ich sag euch, die Zutaten lesen sich beim Fake viel besser. Bei Pringles ist Kartoffelpüree-Pulver drin. Das kann ja nicht hochwertig sein. Was denn für Pulver? Das sind doch Kartoffeln einfach. Wir müssen mal abchecken, wie viel... Hier ist auch Kartoffelpulver. Das ist nicht mal aus richtigen Kartoffeln, Nina. Das, wenn du das geglaubt hättest, meine Güte. Ich dachte, das sind einfach geschälte Kartoffeln. Wir müssen abchecken, ob in der realen Packung bis oben hin voll ist. Und nee, in der Pringles-Packung sind ein bisschen mehr. Sicher? Weil die sehen... Ja, es steht drauf, Elina. Ich hatte der Fake ist 175 und bei Pringles 200. Muss ich jetzt hier überprüfen. Aber Pluspunkt für den Fake, weil dadurch, dass die Dose nicht so lang ist, muss man nicht immer mit seinen Finger. Kennt ihr das, wenn man so ganz unten an die Chips will und dann bricht man sich so das Handgelenk halt? Also ich packe erstmal beide Snack aus. Day einfacher zu öffnen. Ja, aber einfach ist eher schlecht, oder? Ja, doch. Okay, da sehe ich aber ganz klar, Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt, doch, das sieht man ganz deutlich. Boah, ja, das sieht ganz, das sieht aus, ob die nicht richtig durch sind. Also guck mal, wenn man sich die Dosen anguckt, hier ist viel weniger drin als hier. Pringles hat bis oben hin gefüllt. Da muss man schon Ja, okay, die sind beide fast bis oben gefüllt. So, wir testen original, sieht man an der Farbe. Mhm. Direkt den Fake, gar nicht warten. Schwierig. Ich weiß ganz klar. Echt? Ich kann das auch safe begründen, denke ich. Sehe ich das hier? Ich kann es nicht begründen, den Punkt musst du verteilen. Warte, ich gucke kurz nach. Ja, ich kann es begründen. Snack Day schmeckt mir besser, weil das mehr Salz hat. Ah. Das sieht man auch auf der Verpackung. Hat man direkt geschmeckt, war direkt leckerer. Snack Day hat anders den Punkt geholt für mich.
wollte gerade einen Chip essen und der ist mir aus dem Mund gefallen. Junge Elina. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, es ist eingepackt zusätzlich. Auf jeden Fall sind die Fakes in Führung, Leute. Aber ich habe ehrlich gesagt auch erwartet, dass die Fakes gewinnen. Hallo. Okay, wir haben Coca-Cola Original. Wir haben als Fake wahrscheinlich irgendwie so River-Cola. Da brauchten wir gar nicht spülen. Reway Cola. Beide Zero Zucker. Nein, Cola ist nicht Zero Zucker. Doch, steht da bei mir aber. Dann hat sie extra für dich Zero gekauft. Ah! Ach, dann hast du die Zero-Variante. Ich hab die normal. Ah, oh, ihr habt komplett mitgedacht. Ja, Mann. Ein Like da lassen. Cola hat mehr Zucker. Also Coca-Cola hat mehr Zucker. Also müsste es ja eigentlich besser schmecken. Es sieht so komplett gleich aus. Es ist einfach eine schwarze Flüssigkeit. Ist auch geil, dass sie auch das Rot gefaked haben einfach von Coca-Cola, ne? Ich sage aber auch ehrlich, Glasflasche würde direkt besser schmecken. Ich mache den Geruchstest. Oh, oh nein! Oh nein! Was ist los, Elina? Bei der Freeray hat's meine Hose erwischt. Naja, das Ding ist, ich weiß, wie Cola schmeckt. Ich muss das nicht. Habe ich ganz vergessen, wie meine Cola schmeckte. Freeway? Na, pfff. Oh, das ist ja das ist eine ganz maue Nummer. Mhm. Bei dir auch die Coca-Cola? Ja, safe, Freeway. Also, andere Liga ist das. Coca-Cola schmeckt viel besser. Ja, das stimmt. Das fünfte Paket. Das ist klein. Das sind Smarties, oder? Ich liebe die. Sind Smarties? Ich liebe die. Nein. Oh, da muss ich sagen, da geht's mir wie Elina bei dem Mars-Riegel. Oreo feiere ich gar nicht. Ah, ich mag Oreo. Vor allem die goldenen. Hast du auch die goldene? Die haben den Fake wirklich. Ihr müsst überlegen, die drei. Wieso ist das eigentlich erlaubt? Ich bin jetzt hier wirklich gar kein Oreo-Verfechter. Die schmecken mir nicht mal. Das ist mir komplett egal. Aber das ist ja wirklich komplett gar nicht. Bis ins kleinste Sunday, Detail. Was ist denn mit dir los? Oh, die sehen so schön aus. Das ist eigentlich lustig tatsächlich gerade. Weil ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, man sieht das. Man würde jetzt denken, dass das hier der Original ist, weil das hier perfekt gleichmäßig das Zwischenmaterial hat. Aber das hier ist das Original, was so übelst kacke aussieht, lustigerweise. Also anders, als man denkt. Ja, okay. Ich teste Fake. Was sagst du, Elina? Ich finde, es schmeckt beides gleich. Also, ich schmecke keinen Unterschied. Es schmeckt absolut gleich, komplett. Mhm. Lustig, wie manche Produkte, ne? Da merkt man das nicht. Andere merkt man es voll. Fake geht damit wieder in Führung, nämlich 3-2. Und wir sind bei der 6. Mal gucken, was ein Paket 6 ist. Hier haben wir es, Leute. Von der Form her würde ich sagen, boah, keine Ahnung tatsächlich. Ich sag Kinderriegel. Als ob du das wusstest. Oder hast du es vorher gesehen? Ich habe es vorher gesehen. Kinderriegel Original plus ein Gratis. Milchschokoriegel Fake. Aber die haben die Verpackung nicht gefaked. Die sehen schon unterschiedlich aus. Die haben auch unterschiedliche, Formen. Okay, Formen haben sie schon geklaut. So sieht das Ganze aus. Dieser Schokoriegel sieht ein bisschen aus wie so ein DDR-Schokoriegel. Muss ich ehrlich sagen, vom Design her. Stimmt. Ich glaube, die sind gleich groß. Ja. Sind die exakt? Nee. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Der Fake ist ein bisschen länger. Nee, Quatsch. Der Original ist ein bisschen länger, sorry. Leute, damit ihr das versteht, man kann die von hinten hier nicht auseinanderhalten. Das sieht genau gleich aus. Der ist aber dafür ein bisschen dünn. Also der hat schon mehr Macht. Der ist ein bisschen breiter und ein bisschen länger. Oh, ich tausche die Riegel. Ich tausche sie jetzt. Und ich muss blind sagen, welcher welcher ist. Ich wusste sofort. Guter Call. Ich mache das auch mal. Und ich sag euch safe, dass ich es erraten kann. Das ist klar. Ah, ihr hattet recht. Das hier ist der Originale und das hier ist der Fake. Okay, jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Ich sag Original. Es war der Fake, hä? Aber eigentlich schmeckt man es. Ich war verunsichert. Im Abgang merkt man das auch krass. Ja, da merkt man das mega. Ja, ja, gerade im Abgang, wenn man das so runterschluckt, ist auf jeden Fall der Originale Safe-Gewinner. Auch wenn ich es gerade nicht richtig erraten konnte, das war peinlich. Aber Original hat gewonnen. Haribo. Colorado, der Klassiker mit Lakritz. Und Starland. Was? Gummi und Lakritz. Da ist Mischung. Ja komplett dasselbe drin. Okay, also wir haben auf jeden Fall die Karamellschnitten. Wir haben diese braunen Lakritz-Dinger. Ja, das ist wirklich abnormal das Gleiche. Das ist wirklich ganz verrückt. Jetzt müssen wir aber auch das gleiche Element nehmen. Okay, ich nehme mir einmal ein Krokodil und einmal ein Frosch. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, Bonuspunkt für das Original, weil die haben hier solche Kombinationen, so Figuren, die so kombiniert sind. Das hat der Fake nicht, aber den testen wir jetzt gerade nicht. Wir testen grün-grün, auch wenn die sich der Kamera gelb sind. Wir testen Karamell-Karamell. Und wir testen Lakritz. Wir gehen mit Lakritz, aber ich mag Lakritz eigentlich gar nicht. Aber das ist von der Form her auch schon, ne? Also ich meine, das. Boah, ich muss zum Fake sagen. Ich habe den Fake probiert, das Krokodil. War lecker. Was muss ich heute Zähne aus, Alter?
Aber ich glaube, an Lakritz kann man aber auch nicht viel falsch machen. Okay, ja, war ein bisschen weicher, kein großer Unterschied. Kommen wir zum Grün. Also ich finde Fake besser. Ich habe bisher keinen Unterschied gemerkt, denke ich. Ich bin jetzt bei diesen Schnitten hier, beim letzten. Bei der Schnitte hat jetzt schon das Original gepunktet. Aber ich würde sagen, was würdest du sagen? Ich finde Fake besser. Ich habe das Krokodil, den Frosch probiert, fand ich das Krokodil besser. Ich habe die Lakritze probiert. Ich finde, bei dem Fake schmeckt die Lakritze ein bisschen mehr lakritzig, weißt du? Weil das sich ja auch... Fake den Punkt. Dann geben wir Fake den Punkt. Geben wir Fake den Punkt. Weil es war ja eh Gleichstand und die sind günstiger. 4-3 für die Fake-Produkte. Kommen wir zu wie heißt das? Ich kann es nicht mal lesen. Monteravi. Monteravi oder so. Welches Marketing-Genie hat sich denn das ausgedacht, Alter? Und das Original? Monte. Warte, ich mach's ganz tricky. Ich mach blind. Exakt gleich hoch. Monte aber ein bisschen... Also ich denke, da ist gleich viel drin, ehrlich gesagt. Aber Monte sieht ein bisschen breiter aus. Aber ich denke, die sind genau gleich. Ich denke, das ist nur durch die... Denkt euch, die Form sehen die anders aus, aber ich glaube, die sind exakt gleich. Oh, ich liebe Monte. Monte Ravi ist aber von der Konsistenz her ein bisschen flüssiger, glaube ich. Ja, es ist ein bisschen ekliger. Also wenn ich das hier so, ich hoffe, wie man das zeigen kann. Wenn man das hier so, das schlabbert so ein bisschen komisch, okay. Ich denke, das ist der Fake, oder? Ja, ihr seht es ja jetzt an der, gucken wir mal. Das ist Original, safe, oder? Ja, okay, ja, also, ja, sag du, ich würde dich nicht machen. Also Original, safe, besser, weil hier ist wieder das Problem, wieder der Nachgang. So, ja, ist wirklich so. Immer der Nachgang. Ist normal, ehrlich so. Und dann der rechte, auch normal. Mann, ich dachte als erstes... Ein bisschen künstlicher schmeckt der, ne? Oh, voll schwer, keine Ahnung. Aber dann auf einmal Nachgang. Richtig bittere Haselnuss. Ja, ist wirklich so. Wahrscheinlich ist es umgekehrt. Man denkt, das ist künstlich, aber eigentlich ist das andere künstlicher. Und deswegen schmeckt es besser, weißt du, dieses... Okay, aber es steht 4-4. Das ist was Flaches, aber Schweres. Das sind safe Tafel-Schokolade. Milka. Milka, denke ich. Ja, Milka. Ja, safe. Nee, aber auch geil. Was ist es? Jogurette. Original. Das ist so Schokolade mit Erdbeerstückchen. Mag ich nicht mehr so. Und Fake. Hat aber einen persönlichen Background. Schon wieder Mr. Choc. Mr. Choc ist übertrieben der Profi im Sachenklauen. Wir haben schon eine komplett andere Form. Also da würde jetzt blind testen keinen Sinn machen. Das merkst du sofort. Ja, ich weiß halt, wie Jogurette schmeckt. Also ich meine... Riecht beides extrem nach Erdbeere. Sieht aber von innen ähnlich aus, muss ich sagen. Was sagst du? Ich habe meine Entscheidung. Ich habe als erstes gedacht, und ich höre immer auf mein Bauchgefühl, der Fake. Ich finde, es schmeckt genau gleich. Haargenau. Ja, ich nicht. Du nicht? Nee. Ich finde, es schmeckt anders. Also dieser Fake ist ein bisschen, das sind diese Erdbeerstücke so mehr crunchy. Nee, das ist... Aber das ist ja was Positives. Aber wenn beide gleich sind... Auf jeden Fall hat der Fake weniger Zucker. Wisst ihr, was lustig ist? Obwohl die beide von Mr. Choc sind, stehen unterschiedliche Hersteller auf den Verpackungen. Stimmt. Alles Fake, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Dass, wenn deine Firma mal weggeklagt werden sollte, dass nur eine weggeklagt wird. Dann kannst du trotzdem noch weiter Schoko. Ja, ist ehrlich so. Jedes Produkt so für sich. Es steht 5-4 für den Fake. Und wir sind bei der Nummer 10 angelangt, dem letzten Produkt. Das heißt, Kekse oder so, würde ich sagen. Einfach eine Gucci-Tasche jetzt drin. Eine echte Rolex und eine Fake-Rolex. Ah, Kekse. Oh, schon wieder von Original. Sunday geklaut. Das waren auch die Oreo-Klauer. Butter-Schoko-Keks. Diese Fakes nehmen auch immer so richtige urdeutsche Namen. Irgendwie ist das mal aufgefallen. Naja, das ist auch eine urdeutsche Firma. Ich meine, die ist in... Warten Sie kurz. Ja, im Osten irgendwo habe ich schon gesehen, ne? Ja, 07. Nee, das ist auch in Hannover. Lol. Also, das ist auch so wie die andere Firma, die alles klaut. Die hat auch einen anderen Sitz. Das Ding ist, ich würde mal was interessieren. Leibniz hat sich doch diese Anzahl der Ecken patentieren lassen, weil das doch das Wiedererkennungsmerkmal ist. Hat jetzt dieser andere Keks weniger oder mehr Ecken? Also ich meine nicht vier Ecken, sondern diese Zack. Die fühlen sich sehr gleich an. Ich denke, die können wir auch... Sehen aber anders aus. Das hat man auch... Das sehe ich ja nicht, wenn ich die Augen zumache. Das hat man auch auf der Verpackung gesehen. Ja, da sind Schiffe drauf, heftige Schiffe. Die eine ist ein bisschen dunkler. Fake. Was? Das wird irritierend. Man kann es wirklich nicht auseinanderhalten manchmal. Ich sagte es euch. Bei manchen geht das. Bei Cola zum Beispiel hat man es instant gemerkt. Ich habe einen persönlichen Favoriten. Ich finde Sunday wieder besser. Ich finde es gleich. Wieder gleich. Ich habe in den Leibniz gebissen und dachte mir, boah, schmeckt jetzt nicht so geil, wie ich mir vorgestellt habe. Ich kaufe mir die sogar regelmäßig. Damit haben die Fakes 7-4 das Ding gerockt.
Applaus, Glückwunsch. Leute, ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Da war schon viel Arbeit drin, mussten uns die Produkte aussuchen. Also Ego hat die ausgesucht, mussten wir einkaufen, mussten die verschicken und so weiter. Also lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet. Abonniert auch den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann bis morgen, euer Benson. Ciao. Tschüss.